Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Wellheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen uns heute wie versprochen auf ins Gebirge. Ich habe schon mal ein paar Vorbereitungen getroffen. Also wir sind ausgeruht, wir haben ordentliche Lebensmittel im Bauch und in der Tasche. Ja, Pfeile geht gerade so noch. Aber ich sag mal, die Drachen halten ja meistens nicht so viel aus. So, wir wollen erkunden. Das bedeutet wiederum, dass wir am besten mal das Portal hier mitnehmen. Sonst müssen wir die ganze Zeit wieder hierher laufen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So, hier liegt noch ein bisschen Stein rum. Ich glaube, die Ader war auch noch nicht komplett abgearbeitet. Wir gucken da später nochmal. Aktuell ist ja kein Bedarf da, was Silber angeht. Also wir können ein kleines Stückchen hier drüben noch gucken und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier unten an das Stück ran. Oh, da ist ein Wolf. Hallo. Hallo. Ah, hä? Habe ich nicht gerade mein Schild ausgewählt? So, bei dem können wir mal gucken. Ja gut, da ist schon ein bisschen mehr, was die Anzeige füllt. Ich denke mal, wenn hier zwei, drei Wölfe auf eine einprügeln, könnte es dann doch passieren, dass die mal voll wird. So, wir kriegen Wolfsfleisch, Wolfspelz. Und eine Trophäe auch noch. Sehr geil. Ach, geh doch weg. Aber man trifft die halt wirklich ganz gut. Ein Glück. Tja, mein Freund, das war's leider schon. Noch eine gefrorene Drüse. Ich überlege, ob wir uns mal ein bisschen Obsidian mitnehmen, dass wir uns wieder Pfeile herstellen können. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der Bestand bei uns aussieht. Lange keins mehr gesammelt. So, dann lasst uns... Ah, es klingt doch schon wieder stark nach einem Drachen hier. Zwei sogar auf einmal. Mensch, was ist denn heute los? Wir haben bloß fast keine Ausdauer mehr. Aua, au, au, au. Die tun uns zum Glück nicht dolle weh. Früher oder später würde ich mir dann doch mal wieder den Knochenwand-Skill gerne ausrüsten, für den Fall der Fälle. Komm, Gift, tu noch mal was. Also von dem Gift bin ich echt nicht so überzeugt. Entweder ist es wirklich so gemacht, dass die Gegner nicht sterben können durch das Gift, dass die immer noch ein HP haben. Oder es ist wirklich einfach so extrem schwach. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. So, was haben wir denn hier? Steht ein Skelett drin. Das ist ja auch geil. Ich glaube, der wartet auf uns. Kann das sein? Hallo? Hey, Skeletti. Gibt's erstmal direkt einen Headshot. Oh, jetzt fängt er an zu laufen, ne? Das wäre eine böse Überraschung geworden. Was hat er denn Schönes? Oh, er hat Frostpfeile und viele wertvolle Sachen. Und das Inventar ist schon wieder voll. Wir sind gerade mal seit 3 Minuten unterwegs. Es ist ein ganz schöner Krampf. Ja, irgendwie auch nicht so der beste Schutz, wenn hier kein Dach drauf ist. Aber ich glaube, so ein Skelett friert auch nicht unbedingt. So, hier runterfallen möchte ich echt ungern. Da ist das dritte Drachenei. Ich fasse es nicht. Wir haben es gefunden. Geil. Ah, nicht getroffen. Ich will mich auch eigentlich nicht hier oben drauf mit dem prügeln, wenn ich hier runterfalle. Ja, jetzt kommt natürlich noch ein Drachen, ne? Das hat aber gerade heftigst abgezerrt. Alter Schwede. Ah, diese Anzeige, die füllt sich halt auch, wenn wir nicht blockieren. Dachte, es geht da wirklich nur rein um den Blockwert, dass wir halt irgendwann taumeln, aber ich glaube, das passiert auch einfach so. Im Moment, oh Gott, der ist ja richtig, oh Gott, wo ist denn der hingeflogen? Vor allem schön da runter, ne? Okay, ich glaube, den sein Loot müssen wir erstmal liegen lassen. Da hinten ist noch so ein komisches Vieh. Sache ist, das Drachenei kriegen wir gerade eh nicht weg. Also müssten wir uns eh erstmal ein Portal bauen.
Weiß nicht, wollen wir uns noch um den kümmern? Ich glaube ja. Dann haben wir unsere Ruhe hier. Ob wir den hier treffen. Boah, geil. War das mega. Da war schon gar nicht mehr im Sichtfeld. So, wo kommt er gerannt? Da kommt er gerannt. Das war ja easy. Ah, der erste Pfeil war... Muah. Allererste Sahne war der. Dann nehmen wir mal noch das Zeug von ihm hier mit. Dann sind wir wahrscheinlich eh gleich voll. Wir haben die erste Feenring-Trophäe bekommen. Nee, es geht eigentlich noch. Wir haben gar nicht so viel Gewicht. Das heißt, wir kriegen sogar das Drachenei noch weg, oder? Jawohl. Geil, jetzt müssten wir bloß noch so einen Stein finden. Um den Ort zu registrieren von der guten Drachenmudi. Dann können wir uns schon langsam an den Endboss des Gebirges wagen. Und dann geht's auf in die Ebenen. Ich habe echt Bock. Wir waren ja schon mal kurz da mit relativ schlechtem Ergebnis. Wir waren halt auch einfach noch viel zu schlecht dafür. Aber mittlerweile hat sich halt auch echt gut was getan. Dementsprechend wäre ich wirklich mal gespannt, wie es jetzt aktuell aussieht. So im Kampf gegen Todeskitos. So, wir haben hier oben noch Münzen. Wir brauchen noch eine Trophäe. Oder wir haben noch eine Trophäe. Zack. Ein bisschen Fell, ein bisschen Wolfsfleisch. Das kommt hier unten mit rein. Das Drachenei habe ich wahrscheinlich bei Gebirge mit reingeschmissen. Jawohl. Die Drüse auch. Obsidian auch. 5 Stück hatten wir noch. Und hier haben wir noch die Trophäe. Wir haben bloß keinen Platz mehr in unserem Trophäendings. Wir machen das jetzt mal anders. Wir nehmen hier die... Na, ich bin zu doof zum Tippen. Wir nehmen mal die Kohlekiste weg. Immer noch Wolfsfleisch einstecken. Und wir haben auch noch einen Edelstein. So, ja, die wollte ich so oder so schon längst mal wegnehmen dort. Weil wir haben hier noch eine Kiste stehen. Und dann lasst uns einfach die Kohle mal hier reinpacken. So viel Kohle haben wir eh nie zusammen, dass wir das alles auf einmal voll kriegen. Von daher ist das nicht schlimm, wenn wir da bloß eine Kiste da vorne rumstehen haben. Ich musste mal schnell einen Schluck trinken. Irgendwie habe ich heute einen ganz trockenen Mund. So. Wir haben das dritte Drachenei. Und ich würde sagen, wir erkunden hier mal noch ein bisschen weiter. Das ist schon wieder ein Drache. Ah, an dem Moment hat es geleckt. Aber ich habe trotzdem getroffen. Wir kommen hier irgendwie immer weiter runter. Hier ist Ende vom Gebirge. Also ich glaube, es ist schlauer, wenn wir hier lang laufen. Man war zwar den zweiten Drachen verloren. Steingolem, auch lange nicht mehr gesehen. Aua, boah, 36 Schaden. Schaut mal, da war das Ding komplett voll. Also den können wir nicht mehr so einfach blocken. Uiuiui, da habe ich jetzt aber ein bisschen Schiss gerade. Pfeile bringen ja gar nichts. Ui, okay. Nee, da sind wir jetzt mittlerweile zu schlecht für Steingolems. Also mit dem Knochenwand-Skill würde ich mich ja nochmal rantrauen, aber... konnten den halt vorher einfach komplett blocken. Der kam ins Taumeln und dann haben wir da 3-4 Mal drauf eingeschlagen und weg war der Gute. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Holz und Stein mit. Ich würde es nochmal probieren, den nochmal perfekt zu blocken. Boah, keine Chance. Die Anzeige ist sofort voll. Das Schild macht einfach gar nichts mehr. Ganz ehrlich, das sind 3 Schläge für den. Ich meine, wir könnten natürlich wieder ausweichen, so wie wir es früher gemacht haben. Halt so und dann 2-mal draufhauen. Aua, au, au, au. Oh Gott, der sah so weit weg aus. Boah, nee, der ist es mir gerade nicht wert zu sterben, ganz ehrlich nicht. Wir können jetzt natürlich die ganze Zeit ausweichen und warten, bis unser Leben wieder voll ist und so weiter, aber es dauert mir jetzt zu lange, dafür, dass der nicht wirklich irgendwas droppt, was uns aktuell nützlich erscheint. So, weg hier. Wir lassen dich allein, du darfst weiterleben.
Ach. Wo denn? Ich sehe keinen Drachen. War anscheinend nur Fake. Oh, eine kleine Ecke hier vorne haben wir ausgelassen. Die würde ich ganz gerne noch erkunden. Dass wir wirklich sagen können, wir haben 100% entdeckt. Laufen wir mal noch ein kleines Stück hier rüber. Na komm, immer noch so eine kleine Ecke. So, jetzt haben wir's. Ich mag das Gebirge. Es sieht schön aus. Wir haben hier Schnee, wir haben die Sonne, die hier schön reinknallt. Die Musik im Gebirge ist einfach geil. Und ich freue mich, das dritte Drachenei gefunden innerhalb von so kurzer Zeit. Hat sich's auf jeden Fall gelohnt und vor allem halt auch alles in diesem kleinen Bereich hier. Gerade im Gebirge. Gerade im Gebirge muss man halt auch nicht in jede Rille und Ecke schauen. Weil halt auch viel Freifläche ist und man einfach weit gucken kann. Dadurch geht's halt doch immer relativ schnell mit dem Erkunden. Noch einer. Ja, so Steingolems muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich dachte mir schon, dass die bestimmt ein bisschen stärker sein werden, aber dass wir mit unserem Stufe 2 Silberschild einfach absolut gar keine Chance haben, hätte ich nicht gedacht. Und hier unten geht es wieder in den Dunkelwald, da wollen wir nicht hin. Ah, hier unten kommen dann gleich die Ebenen. Stimmt, hier waren wir auch schon mal. Ein Pilz im Gebirge, der Arme. Obwohl, ist vielleicht schockgefrostet, hält länger. Und da hinten, ist das ein Wildschwein? Ja. Naja, du darfst weiterleben. Gott, hier sind aber viele. Mal gucken, ob der gute Ulf wieder unterwegs war. Ah, verdammt. Aber irgendwie sind es ja eh immer dieselben Sprüche. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir laufen einmal noch quer hier hoch. Was ist es? Es war bloß ein Wildschwein. Klang gerade wie sonst was für ein Vieh. Hat halt ein bisschen Angst, weil die Ebenen gleich hier um die Ecke sind. Nicht, dass doch mal irgendein totes Kito mal schnell rübergeflogen kommt. Wäre halt nicht so geil gewesen. Wir haben hier noch ein bisschen Kupfer. Oder relativ viel, wenn wir mal welches brauchen, da markiere ich es mir lieber. So, hier sind wieder die ganzen Chaoten vom Dunkelwald unterwegs, die brauchen wir nicht. Haben wir hier drüben noch. Gucken, ob es noch irgendeine schöne Kiste gibt. Boah, da kommt die ganze Armee schon wieder angerannt. Nicht mal eine Kiste hier oben, ne? Das hat sich einfach mal so gar nicht gelohnt. Gucken, ob wir die verarschen können. Nö, die kommen nicht hoch. Schade. Gib mir mal die Knochen noch. Ich dachte, vielleicht kommen die hochgerannt und wir springen runter. Wäre irgendwie witzig gewesen, aber die wollten leider nicht. Nö, ich würde sagen... Oh, hier gibt's Blaubeeren. Blaubeere, Blaubeere, Blaubeere. Ich wollte mir die ja jetzt schon längst mal markieren, dass wir da immer wieder hingehen können. Wenn das hier so weit weg ist. Klingt das auch nicht viel. Jo, ich würde sagen, wir haben das komplette Gebirge erkundet. Alle drei Dracheneier hier in dem einen kleinen Stück gefunden. Besser hätte es wirklich nicht laufen können.
Wir können ja mal noch das kleine Stückchen hier langlaufen. Ich hätte eigentlich richtig Bock, jetzt mal kurz hier drüber zu gehen in die Ebenen. Na, wir lassen das. Kein Bock auf Todeskidos. Gar kein Bock. Wäre halt echt ärgerlich, wenn wir jetzt wieder sterben. Das wäre so richtig dumm. Uiuiui, was ist denn hier los? Noch mehr Kupfer. Ah, warum habe ich denn da so ein Dings gesetzt? Wollte ich doch gar nicht. Wollte zum Punkt setzen jetzt. So, Kupfer. Und hier auch nochmal. Es riecht schon wieder nach Troll. Kommt bestimmt gleich einer. Ui. Eigentlich müssten wir auch mal wieder einen Dungeon. Ich hätte auch ziemlich Bock. Wie sieht es denn zeitlich aus? Naja, ein bisschen knapp, aber wenn wir einmal hier sind, wäre doof, das nicht zu nutzen. Weil die Sache ist, wir brauchen Surtling-Kerne. Sonst können wir bald keine Portale mehr bauen. Und wir waren Ewigkeiten nicht. Ach, das Inventar ist natürlich voll. Bauen wir schnell das Portal hier hin. Würde sagen, wir machen uns nach Hause, machen das Inventar leer. Je nachdem, wie die Zeit dann aussieht, machen wir nochmal zurück in den Dungeon oder machen das dann einfach nächste Folge. Ja, und dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwo den Ort der Drachenmutti registrieren können. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Gebirge. Hier oben kommt noch ein großes Stück. Und hier hinten glaube ich auch noch. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch zu ihr noch nichts gesehen, was Videos oder so angeht. Also ich habe ja eh mich relativ wenig informiert, sage ich mal. Hätte jetzt natürlich auch vor jedem Boss mir irgendeinen Guide angucken können, wie man den am besten killt, aber habe ich nicht gemacht. Und zur Drachenmutti habe ich tatsächlich auch noch nicht mal ein Bild gesehen. Ich weiß einfach nur, dass es eine Drachenmutti ist. So, Zahn hat man mit bei Knochen drin. Hier ist sie nicht dabei. Hier ist eine Herrschtrophäe dabei, ein bisschen Knochen. Fell noch, normales Fleisch und Holz. So, hier haben wir Holz. Blaubeeren und normales Fleisch. Und noch ein paar Blaubeerchen. Wo seid ihr? Hier oben seid ihr. Perfekt. Na komm, dann probieren wir das noch. Wir gehen noch schnell zurück. Wir werden dann im Gebirge die Folge beenden müssen, aber haben wir zumindest schon mal ein kleines Stück erkundet. Wir waren echt Ewigkeiten nicht mehr da. Die Sache ist, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich wollte eigentlich schon längst mit euch mal in so eine Trollhöhle gehen. Mittlerweile hätten wir es ja auf jeden Fall geschafft, weil wir haben ja genügend Ausrüstung oder genug Blockwert und so weiter. Aber wenn ich das jetzt bei dem Steingolem sehe, dass der uns ja fast platt macht auf einmal, denke ich mal, das wird bei den Trollen nicht anders sein. Weil der wird ja auch mit einem Schlag ordentlich was durchpfeffern. Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Ich wollte halt längst mal rein. Wir haben ja bisher noch keine so wirklich, also wir sind zwei oder dreimal kurz in einer rein, aber den Troll da drin besiegt haben wir halt noch nie. Jetzt dachte ich mir, hey, jetzt sind wir gut genug ausgerüstet, wir können ihn komplett blocken, jetzt machen wir das. Und jetzt kommt das Update und sagt, nö, mit blocken ist nichts mehr. Ist halt einfach schön, wie wir hier mittlerweile nur durchlaufen und sobald irgendeiner kommt, einmal auf die Maustaste drücken. Oder zweimal, wenn er ein Schild hat. Jawohl, einer, zwei, perfekt, drei, vier, sind schon wieder zwei Portale mehr. Noch ein bisschen was Wertvolles mit in das Inventar. So, was haben wir hier? Wir haben noch ein paar gelbe Pilze.
Er hat denn die Tür wieder zugemacht? Wann wir das? Mir eigentlich nicht vorstellen. Macht doch keine Türen zu. Aber ist schön, da sind wir halt auch gefühlt so in 2 Minuten hier einmal durch den Dungeon durchgerannt. Und haben alles mitgenommen. Hat Spaß gemacht. Zwar am Anfang war das so krass aufregend. In die Dungeons und immer gucken und blocken und nee, wir müssen wieder nach Hause und ach, kacke. Und mittlerweile ist es einfach vollkommen easy geworden. So, na komm, wir machen den Dungeon noch ganz fix zu Ende. Wenn das jetzt nicht noch riesig groß wird hier drüben, wovon ich nicht ausgehe. Hey, ein Spawner. Geil, noch mehr. Da hat sich's doch gelohnt. Einerseits die ganzen wertvollen Sachen, also ich glaube mittlerweile, wenn wir den dunklen Händler finden, Haldor heißt er ja, wenn wir den Haldor finden, dann können wir uns einfach direkt alles auf einmal leisten. Also, ich hoffe zumindest, weil so viele Folgen, wie wir jetzt schon Münzen gesammelt haben. Also was sich halt in den Folgen einfach alles angesammelt hat. Wir haben ja so viel und die ganzen Edelsteine können wir dem ja bestimmt auch noch verkaufen für einen guten Kurs. Ich glaube, wir können den komplett leer kaufen. So, wir sind durch. Da haben wir es doch geschafft. Cool. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss mit der Folge. Ich gehe hier noch ganz fix raus ins Licht und teleportiere mich noch zurück. Obwohl das eigentlich doof ist, weil dann steht unser Portal die ganze Zeit hier. Nee, wir machen hier an der Stelle Schluss und dann fangen wir nächste Folge hier wieder an und laufen noch ein kleines Stück nach Hause oder so. Mal gucken, überlege ich mir noch. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.